Dennis Romberg ist unser neuer Mitarbeiter im Verein Digital Courage e.V. Damit habe ich den Namen schon mal erwähnt. Wir haben festgestellt, dass er ganz besondere Fähigkeiten hat. Er kann nämlich Datenschutz durchbrechen, ohne dass er dabei irgendwas groß braucht. Und wir wollten seine Fähigkeiten einmal hier demonstrieren. Deswegen haben wir diese Stellwände aufgebaut. Du gehst da jetzt wieder schon hin. Er braucht seine Konzentration, das ist ganz wichtig. Und die Stellwände können wir dann auch anschließend wegräumen, wenn die nicht mehr gebraucht werden. Dann können auch Leute von dieser Seite des Saals ein bisschen auf diese Leinwand gucken. Ich muss noch irgendwie rausfinden, wie die Folien sich weiterschalten lassen. Rein theoretisch sollte das mit diesem Gerät gehen. Zumindest hat es eben funktioniert, als ich es ausprobiert habe. Nee, ist am Rechner. So. Zu weit weg. Ah, Bluetooth hat sich abgemeldet. Dann machen wir es. Ist aber blöd. Das gefällt mir nicht. Aber das tut mir leid. Aber das sind natürlich diese typischen Vorführgeschichten. Mann, ist hier alles voll. Soll ich nochmal hoch und runter fahren? Okay, das machen wir jetzt. Ganz hervorragend. Dann seht ihr auch mein schönes Hintergrundbild von früher, als wir noch Föbut hießen. Ja. Das genau. Alte Logo. Und, liebe Rena, während ich mich um die Technik kümmere, in typisch androzentischer Art und Weise, obwohl ich versuch's gerade, wenn du den Mund halten würdest, könnte ich uns vorstellen. Wunderbar. Ich? Was ist mit dem Mikro? Könnten wir das einfach anlassen? Danke. Ja, danke. Immer. Hallo, wir reden uns immer gegenseitig rein. Das Mikro kann jetzt ruhig mal ausgemacht werden. Okay, wir sind Padelun und Rena Tangens. Wir haben einen Verein gegründet, der einmal Föbut e.V. hieß. Ich sage es jetzt nochmal für die ganzen Nostalgiker, Verein zur Förderung des öffentlichen bewegten und unbewegten Datenverkehrs. Das war damals eine Parodie auf die Abkürzungen, die abstrusen Abkürzungen der Deutschen Bundespost, als sie noch für die Telekommunikation zuständig war. Da gab es sowas wie den bewegten Landfunk. Es gab da auch so Abkürzungen wie FETAP mit Gebans. Das ist ein Fernsprechtischapparat mit Gebührenanzeiger, das, was normale Menschen Telefon nennen. Und weil das alles so kompliziert war und wir uns schon 1987 gegründet haben, wo es total verboten war, ein Modem zum Beispiel einfach eigenmächtig an so eine Telefonleitung anzuschließen, da brauchte man einen Postprüfstempel für. Und so ein Gerät war dann von Siemens, kostete 1800 D-Mark und das konnten wir uns halt nicht leisten. Also hatten wir eins ohne und haben dann so ein Pesthörnchen als Logo dafür auch entworfen. Das war Reinhard Schrutzki, ich weiß gar nicht, ob er heute hier ist, aber er ist auf jeden Fall, läuft er hier auch auf dem Kongress rum, der das Pesthörnchen gezeichnet hat, für alle, die es schon mal wissen wollten. Ja, dieser Name Föbut e.V. hat uns jetzt viele Jahre begleitet und unendlich genervt. Und wenn jemand wie Kati, die bei uns Telefon abnimmt, ungefähr 10-mal am Tag F-O-E-B-U-D, Friedrich, Otto, Emil und so weiter, mit Groß- und Kleinschreibung ganz kreativ buchstabieren muss, dann macht das keinen Spaß, wenn wir nicht in der Presse stehen, weil zwar verstanden wird, was unser Anliegen ist, aber das zu kompliziert ist. Wir werden das gleich auch noch in einem Filmbeitrag sehen. Dann steht da eben nicht Föbut in der Bauchbinde, wenn man irgendwo interviewt wird, sondern da steht dann Datenschutzaktivistin. Und das ist für eine Organisation, die darauf angewiesen ist, sich selbst zu finanzieren, das heißt durch ganz viele Leute, die sagen, ja, finde ich toll, da gebe ich mal 10 Euro, die müssen zumindest wissen, wer denn diese tolle Aktion gemacht hat. Und da haben wir keine Chance, wenn wir nirgendwo auftauchen, sondern immer nur da Datenschützer zum Beispiel steht, dann denkt man am Ende, wir würden vom Staat bezahlt. Das aber ist nicht der Fall. Und ich glaube, ich habe die Zeit jetzt gut überbrückt. Wer mehr über uns wissen will, kann einfach anschließend zu uns kommen. Und jetzt fangen wir gleich mal mit unserer freundlichen Spielshow an. Heißt du nicht Padelun? Du hast doch einen Lichtbildausweis auf den Namen, ne? Ja, das weiß ich, ja. Mein Shop-Team hat mich gefragt, ob sie den verschicken soll. Ja, wir wollen ein kleines Spiel machen. Ich habe ja schon vorgestellt, Dennis ist unser Genie.
Jetzt kommen langatmige Erklärungen, ganz klar. Dennis kann Menschen erfühlen, also über Verbindungen, also Gedankenfernübertragung. Und ahnt auch, was sie so an sich haben, bei sich haben, mit sich tragen. Wir haben das sehr runtergebrochen. Ich weiß, in diesen Nerdkreisen wird jeder Zweite mindestens den Trick nicht richtig verstanden haben am Anfang, aber alle anderen schon. Und die, die es schon direkt verstanden haben von Anfang, halten bitte die Klappe, bis wir es aufgelöst haben. Ja, danke. So, außerdem benötigen wir Menschen, die uns helfen, weil Dennis sitzt dort, er guckt so ein bisschen schräg ins Publikum, das ist nicht gut. Du musst dich noch ein bisschen schräger setzen. Ja, ja, so ist besser, genau. Das ist, ja, genau, wunderbar, wunderbar. Mal gucken. Okay, er sieht auch hinten nichts. Gut. Und jetzt brauchen wir mal jemanden, wer würde denn uns mal zur Verfügung stehen? Da kommt schon die erste Person. Wenn man mal bitte gerade auf das Mikro umschalten könnte, das andere. Hört man mich? Ja, toll. Wenn man mich hört, ist immer alles gut. So, komm bitte hier hoch. Wie heißt du? Elsa. Elsa, das ist ganz wunderbar. Ich habe hier, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, um diesen Vortrag wirklich großartig vorzubereiten. Elsa, wie das Modem, ne? Ja, so. Ja, gut. Ja, genau. So. Dann gehen wir bitte weiter rüber. Wunderbar. Vielen Dank, Elsa, dass du da gleich mitmachst. Haben wir denn noch jemanden, der sich freiwillig meldet? Wunderbar, danke schön. Du darfst mir schon mal deinen Namen zurufen. Ja, okay. Ich wollte vermeiden, dass die Leute denken, das sei eine abgekartete Sache, aber wir haben uns gerade hier... Das ist eine abgekartete Sache. Ja, also sie war damals schon so, als ihre Mutter noch Befürchtungen hatte, was wir denn im Wohnzimmer treiben. Ja. Seit 20 Jahren niemand mehr kennt, das ist super nett. Entschuldigung, war das jetzt Kate, falsch? Ja. Ja gut, Kate, da habe ich mich nie dran gewöhnt, Entschuldigung. Du nennst mich ja auch fast noch Karl und nicht Padelun. Okay. Ich dachte Peter. Ja, ich stelle dich auch rüber. Wunderbar. Also. Okay, Kate. Ihr merkt euch, Kate... Ne, das muss man einfach übersetzen, das machen die Filterprogramme im Kopf. Noch eine Kandidatin oder Kandidaten bitte. Die ersten, das war die falsche Richtung, okay. Hier vorne sind zwei Plätze frei geworden. So, wen haben wir noch? Da sehe ich eine Hand, wunderbar. Mit Schnurrbart, großartig. Wie heißt du? Heike. Heike, schön. So, wunderbar. Da fehlt ein L dran. Wo? Da hinten. Ja. Okay, Heike hätte ich auch schön gefunden. Jetzt habe ich halt noch einen Kringel über deinen Kopf gemalt. Okay, über dein I, aber wunderbar. Könnt ihr noch ein bisschen aufrücken, bitte? Dankeschön. Und die letzte Person. So, aus paritätischen Gründen wäre jetzt ein Eichhörnchen gut. Haben wir ein Eichhörnchen im Saal? Wunderbar, großartig. Ja, so. Ja, ja, Rick, das du, Rick, also ist kein abgekartetes Spiel hier. So, das ist also Rick. So. Ja. Nicht, nein, bitte haltet sie frei, weil ihr braucht die nicht die ganze Zeit über uns zur Verfügung stehen. Irgendwann ist es auch wieder gut und es geht weiter. Wo ist mein Präsenter hier? Welche Taste war das? Ich vergesse das immer. Genau. Die Musik sollte laufen, während wir die Leute auf die Bühne holen. Das haben wir jetzt auch gemacht. Wir haben vier gefunden. Ja. So. Ja, mein Gott. So. Dann geht es weiter. Aha, jetzt wird es nämlich spannend. Jetzt seid ihr nämlich auch alle gefragt. Wir geben an jede dieser Personen ein Kleidungsstück. Und ich halte das mal hoch. Und der Applaus entscheidet, wer dieses Stück mit sich tragen soll. Also ihr braucht es nicht anziehen, mit sich tragen soll. Und ich zeige, wir haben euch Nummern gegeben. Das ist jetzt nicht für immer, die könnt ihr hinterher wieder vergessen. Aber jetzt fürs Spiel ist es praktischer, weil ich will jetzt natürlich nicht die Namen nennen. Ich frage, soll dieses Kleidungsstück, ihr habt sowas schon mal gesehen, das ist ein Shirt dieser wunderbaren Veranstaltung, von Nummer 1, also getragen werden, dann applaudiert jetzt. Wir machen das nach Applauslautstärke dann, ja? Okay.
Danke reicht. Oder von Nummer 2. Okay, auch nicht. Nummer 3. Okay, das klingt schon fast wie eine Entscheidung. Aber hier ist noch Nummer 4. Okay, ganz klar, Heike, dein Shirt für den Moment. Wir wetten es gerne hinterher wieder. So, was haben wir denn hier? Ja, das wäre jetzt zu einfach. Wir dürfen eben ja keine Informationen geben, so direkt. Ne? So, also, ich fange mal an, ist klar, dass Nummer, also Elsa es nicht bekommt. Ne? So, aber so viel verraten wir schon mal, so sind wir nicht. Also ich halte es aber mal hin. Wunderbar, ihr seid großartig. Auch nicht wunderbar. So. Okay, okay, okay. Ja, und? Okay, ja. Ja. Irgendwie seid ihr alle verschwägert und verschwistert, ne, das Gefühl. So, ich mache jetzt noch weniger Andeutungen. Wir lassen trotzdem immer viermal durchklatschen. Ihr achtet aber drauf, wer schon was hat, wird natürlich nicht beklatscht. Ne? Und wir verändern jetzt auch mal die Reihenfolge. Okay? Okay? Ja, okay, okay. Und? Jetzt müssen wir noch mal machen, das war jetzt nicht sehr eindeutig. Okay. Ja, ich wollte jetzt gerade nicht stechen sagen. Ja. Okay, eindeutig für dich. Liebe Katharina, das hätte ich ja nicht verraten sollen, scheiße. Nun müssen wir noch mal ausstechen. Ja, okay. Ja, okay. Okay, eindeutig. Ja, wunderbar. Danke für eure großartigen Entscheidungen. Und das letzte Mal einfach fangen, bitte. So, 4 Leute sind mit 4 Kleidungsstücken ausgestattet. Übrigens bei einem anderen Mal, wo wir das gemacht haben, war das Publikum so gemein, hat dann 2 Kleidungsstücken an dieselbe Person gegeben. Aber ich habe euch da ja ein bisschen vom Weg weggeführt. Hat trotzdem funktioniert. Unser Genie ist großartig. Jetzt wollen wir einfach mal weitergehen. Ich muss mal gerade gucken, muss ich hier irgendwie weiterklicken oder so? Ja, genau, 4-mal wieder drauf, weil es geklappt hat. Genau, ihr könnt mal Zwischenapplaus machen. So, und jetzt mischen wir das noch ein bisschen durch. Moment, war das gerade das Spiel? Da. Genau, dann kann es jetzt losgehen. Das ist immer wichtig bei Folien, dass man sie auch zeigt. Ne? So, wir beginnen mal mit einer zufällig ausgewählten Person. Ich gehe so mit der Hand vorbei und da, wo der Zeiger draufsteht, der Lautstärkste, ne, wird, oder der Lautstärkste wird genommen oder das Lautstärkste, ja, oder wie man das so sagt. Okay. Hat da irgendjemand eine Eindeutigkeit gehört? Also Dynamik. Ne, die Techniker und die E-Techniker, ne, die feuern jetzt mal die anderen an, die wissen ja, was Dynamik ist. Klasse. Komm mal mit. So, du kommst jetzt einfach mal hierher, zeigst dich einmal in deiner ganz wunderbaren Schönheit, die sich über viele, viele Jahrzehnte erhalten hat. So. Ja. Dass sie 60 ist, sieht man ihr nicht an, ne? Ist ein Wundermittel, das du seit vorgestern nimmst, ne? Okay, verzeihst du mir? Okay, wunderbar. Möchtest du den Freundinnen und Freunden hier im Raum etwas mitteilen? Zum Beispiel, ich dachte, ich dürfte gar nichts sagen. Das war eine sehr wunderbare Mitteilung. Darf ich dich bitten, dich wieder dorthin zu stellen? Ja. Gut. Ja, jeder soll seine 5 Sekunden haben. Ich finde, das, ja. Okay, wir machen das jetzt nochmal. Okay. So, du kommst mit. So. Okay, er wollte sich nicht von mir durch die Gegend reden lassen. Mach das mal, zeig dich mal hier, was trägst du so, schöne Sachen, ja, ja, genau, alles prima. Hier ein bisschen wedeln und so, das ist auch ganz prima. Ja, so. Okay, danke schön. Und möchtest du auch den Freundinnen und Freunden hier im Raum etwas sagen? Nö. Wunderbar, das war eine halbe Sekunde, großartig, eine halbe Sekunde völliger Ruhm. Darf ich dich bitten, wieder einzuscheren ins Glied? Danke schön.
So, jetzt noch mal hier. Okay, das war... Jetzt hätte ich fast deinen Namen gesagt. Fiss, man muss echt immer aufpassen bei mir. Ist furchtbar, jawohl. Fühlst du dich gut? Ja, ja, danke. Hast du dem Publikum etwas zu sagen? Schönen guten Abend. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Okay. Du könntest noch die Demo ankündigen. Genau, morgen um 14 Uhr wird eine Demo stattfinden, wie glaube ich in den letzten Jahren auch immer zum Chaos Computer Kongress. Und wäre schön, wenn viele von euch mit dabei sein würden. Wunderbar, danke schön. Und der Applaus? Ja. 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 Ja, der Alexanderplatz von Berlin heißt in Hamburg Alster, ne? Oder so. Ja. Ja, genau. Bitte, kommt einfach gleich mit. Das war jetzt, er hat nichts gehört, er ist fast taub. Auch du, dich bitte einmal hier dem Publikum präsentieren, ganz wunderbar, großartig. Auch du darfst einen Satz sagen oder zwei, wenn du möchtest. Nein, ich habe aber gar nichts zu sagen. Das ist großartig, das hätte ich mir mal auch hinter die Ohren schreiben sollen. Dankeschön. So. Und jetzt bitte ich euch, dass ihr euch vorstellt, das Licht wird etwas gedämpft. Das machen wir jetzt nicht wirklich, das haben wir vorhin nämlich hier nicht abgesprochen. Jetzt mal gucken, war irgendwas mit Folien noch? Nee. Mein Gott, seid ihr groß, also das Licht ist etwas gedämpft. Ja, lieber Dennis. Ich hoffe, du kannst uns jetzt sagen, was du so... Ich habe sehr viel wahrgenommen, sehr viele Schwingungen und Spannungen hier mitbekommen. Wenn meine Superkräfte das so richtig erfüllt und ertastet haben, dann ist zuerst der Heike mit dem CCC-T-Shirt auf der Bühne gewesen. Stimmt das? Ist das richtig? Nein? Dann waren hier... Ruhig, nicht. Okay, naja, das kann ja mal passieren, ne? Vorführeffekt. Okay, was hast du denn noch erfahren? Als zweites der Rick da war, und zwar mit einem Schlüpfer, wenn ich das richtig ertastet habe. Ja, das hat zumindest tatsächlich gestimmt. Tosender, donnernder Applaus, bitte! Als drittes müsste dann die Elsa da gewesen sein, mit einem Digital-Courage-Shirt im neuen Design. Das wiederum ist richtig, also zumindest das Digital-Courage-Shirt. Und dann war da noch der Handschuh, den die Kate getragen hat. Gut, das war jetzt auch nicht ganz so richtig, ne? Ja, war das? Ah ja. Ah ja. Bitte, was war jetzt? 2, 3, 4, 1. Ah ja. Die Reihenfolge war eigentlich 2, 3, 4, 1. Du hast wahrscheinlich deine Notizen falsch gemacht. In Wirklichkeit hast du alles richtig gehabt. Aber ihr habt das Prinzip verstanden, oder? Jetzt müsst ihr wieder applaudieren, damit ich mich besser fühle. So, lieber Dennis, du darfst hier auch mal mit nach vorne kommen. Wir zeigen jetzt, wie das so bei dir funktioniert hat. Dennis hat nämlich gar keine Superkräfte, der ist einfach nur von sich aus. Der ist einfach nur von sich aus super toll. Ja. Ja. Genau. Und ihr seht unseren, ihr habt ja auch wahrscheinlich das alle begriffen, sofort. Das war natürlich, haben wir hier mit RFID-Chips gearbeitet. In diesen ganz wunderhübschen Pappen ist einer reingeklebt und außerdem haben wir die Textilien, auch da, wo wenig Stoff vorhanden war, mit entsprechenden Schildchen RFID-Tags ausgestattet. Und es geht nämlich um RFID-Tag und Trackings in der Kleidung. Euch sage ich ganz herzlichen Dank. Die Schilder würde ich gerne behalten. Dankeschön. Danke für den Applaus. Ja, genau. Und übrigens, ihr vier Leute, die uns hier mit auf der Bühne geholfen habt, ihr habt jeder einen Lichtbildausweis gratis frei, den ihr euch an unserem Stand dann heute, morgen, übermorgen noch machen lassen dürft. Ja, so. Genau, was haben wir also getan? Ihr seht hier ganz wunderbar eindeutig, unser Genie sitzt dort, die Trennwand ist da, da steht das RFID-Lesegerät, was wir nur... Die Trennwand mal abbauen. Ja, die Trennwand kann weg mittlerweile. Könnte mal jemand anfassen, während wir weitererzählen? Ja, genau, mal machen.
Wir haben damit versucht, etwas auf das Lesegerät zu kaschieren. Aus Film, Funk und Fernsehen bekanntes Teil. Ja, genau, wenn ich nicht im Wege stehen würde. So, mal gucken, wie viele Chips wir hier im Saal haben. Stopp! Yep. Mann, seid ihr alle ungetaggt. Also, das Gerät kann auf 8 Meter auslesen. Hat jemand einen Gary Weber-Kleidung an mit Chip noch drin? Ich glaube nicht, weil sonst würde das Gerät zumindest in dem Bereich das komplett auslesen und sämtliche Chips anzeigen. Wir haben, also wenn es auch komplett funktioniert hätte, wir konnten es vorher einfach nicht richtig ausprobieren, weil Vortrag kurz vorher da, liegt halt dran, theoretisch wäre jede Person einfach zuzuordnen gewesen. Unsere Namensschilder haben halt Nummern drauf, damit war klar, die Namen notiert und wer was bekommt, ist halt sehr einfach damit zu tracken. Ich übergebe an Rena. Schluck. Ich glaube, es kommt noch mal Musik irgendwo. Nein, jetzt kommt ein Filmbeitrag. Was würden Sie sagen, wenn Ihnen jemand vorschlüge, wie ein Hund einen Funkchip zu tragen, der es dann erlaubt, von Ihnen Bewegungsprofile zu erstellen? Ich vermute mal, Sie würden sich bedanken und so ein Ding nicht tragen wollen. Aber vielleicht tragen Sie schon einen Funkchip, genauer einen sogenannten RFID-Chip. Der steckt nämlich vielleicht in Ihrem Mantel oder in Ihrer Jacke, genau wie in diesem Schal hier, vermutlich ohne, dass Sie das wissen. Denn immer mehr Kleidungsstücke weltweit sind mit diesen kleinen Sendern ausgestattet. Die sollen Herstellern und Handel bei der Erfassung von Lagerbeständen helfen. Aber machen aus jedem Menschen, der damit rumläuft, ein Antennenmännchen. So warnen Datenschützer. Oh. Bielefeld letzten Mittwoch. Ich krieg gerade richtig Angst. Datenschutzaktivisten zeigen, dass in dieser Jacke eine Nummer elektronisch gespeichert ist. Sie lässt sich berührungslos auslesen. So, und jetzt weiß jeder, dass das meine Jacke ist. Ja. Wir sagen es nicht weiter. Eine Stunde zuvor. Mitglieder des Bielefelder Vereins Föbut. Der Verein ist bundesweit bekannt, weil er jährlich einen Preis für Datenschutzsünder vergibt, den Big Brother Award. Diesmal demonstrieren sie gegen Funkchips mit RFID-Technik, also mit Radiofrequenz-Identifikation. Wir haben hier ein RFID-Lesegerät aufgebaut. Das ist dieser weiße Kasten da drüben. Und der liest jedes RFID-Etikett, was daran vorbeikommt. Und so funktioniert's. Das Lesegerät sendet elektromagnetische Wellen an den RFID-Chip. Der schickt die Wellen zurück, zusammen mit der gespeicherten Nummer. Und wie sieht der Chip nun aus? Der eigentliche Chip ist hier in der Mitte ganz klein, der Rest ist eine Antenne. Und dieser Chip steckt im Etikett mit dem Pflegehinweis. Und jeder Chip speichert eine einmalige Nummer. Die Datenschützer haben große Bedenken. Wenn ich eine solche Nummer in der Kleidung mit mir herumtrage, kann ich an dieser Nummer wiedererkannt werden. Die Nummer ist keineswegs anonym, sondern die Nummer kann sehr einfach auf eine Person bezogen werden. Und deswegen sagen wir, sie ist personenbeziehbar und deswegen gibt es auch ein Datenschutzproblem. Jetzt kommen Sie mal langsam auf mich, also auf das Gerät zu. Und aus welcher Entfernung lässt sich die Nummer auslesen? Jetzt habe ich sie gesehen, weil sie auch die Tüte so tief getragen haben. Also aus rund 2 Metern Abstand. Die Demonstranten stehen vor dem Modehaus Gary Weber. Das Unternehmen aus Halle bei Bielefeld betreibt 430 eigene Läden, auch in Dubai und Moskau. Gary Weber produziert Damenbekleidung, über 26 Millionen Stück pro Jahr. Und sämtliche Produkte enthalten inzwischen einen Funkchip. Diese Chips dienen der Diebstahlsicherung und helfen, im Lager die Kosten zu senken. Zählen wird zum Kinderspiel. Für ein Geschäft dieser Größe haben wir früher die gesamte Belegschaft, das sind 15 Mitarbeiter, das Wochenende durchzählen lassen. Jetzt ist es so, dass wir mit 3 Mitarbeitern in einer halben Stunde den gesamten Laden erfassen können. Das macht Sinn für Gary Weber. Aber in den USA tüftelt man an bedrohlichen Szenarien. Es gibt tatsächlich in den USA ein Patent für das Tracking von Personen aufgrund der mit RFID versehenen Gegenstände, die sie bei sich tragen. Tracken bedeutet das Verfolgen jeglicher Bewegungen, die diese Personen machen.
Gary Weber versichert, wir schnüffeln unsere Kunden nicht aus. Und wer bei uns einkauft und mit EC-Karte bezahlt, dessen Name wird nicht mit einer RFID-Nummer verknüpft. Wir speichern keine personenbezogenen Daten zusammen mit den Daten von Chip, sondern in der Kasse werden diese Daten konsequent getrennt. Doch die Datenschützer von Föbut stellt das nicht zufrieden. Das Problem ist, dass die weltweit eindeutige Nummer auf dem Chip in der Kleidung der Kundin aktiv bleibt und weiterhin von jedem Lesegerät in der passenden Frequenz abgefragt werden kann. Das heißt, wenn ich mal hinten mein Gerät aufstelle und Sie kommen wieder vorbei, erkenne ich Sie wieder. Wenn Sie das in Baden-Baden, muss aber nicht sein. Ja, eben, das wollen wir auch nicht. Föbut verlangt deshalb, kein Chip darf einen Laden verlassen. Der Gary Weber Chip übersteht immerhin dreimal Waschen, kann im Einzelfall viele Monate halten. Deshalb ist die einzig sichere Lösung für die Kundin, dass die Chips physikalisch aus dem Kleidungsstück entfernt werden. Das heißt, das Etikett muss an dieser Stelle abgeschnitten werden. Doch das wäre aufwendig, würde teure Arbeitszeit kosten. Gary Weber schneidet den Chip deshalb nur auf Verlangen ab. Auf Wunsch unserer Kunden entfernen wir das Pflegeetikett mit dem RFID-Chip an der Kasse. Wir wissen jedoch, dass die meisten Kundinnen dies zu Hause sowieso selber tun und, nachdem sie das Pflegeetikett gelesen haben, selber zur Schere greifen. Im Geschäft liegen Handzettel über RFID zur Kundeninformation. Zudem steht auf jedem Etikett RFID Inside und Remove Before Wearing, also vor dem Tragen entfernen, alles freiwillig. Immerhin, sagt Föbut, andere Firmen würden gar nichts tun, um ihre Kunden aufzuklären. Die Aktivisten kritisieren vor allem einen italienischen Hersteller. Der vertreibt Jacken wie diese der Marke Poteray, Jacken mit Chip ohne Kennzeichnung. Poteray erklärt in einer Stellungnahme an Markt, selbstverständlich kläre man auf. Der Endverbraucher wurde durch die Medien der verschiedenen nationalen und internationalen Fachpresse informiert. Auch im Internet wurden Pressemitteilungen und Videos in dieser Hinsicht verbreitet. Diese Frau trägt Poteray, doch sie weiß von nichts. Und wo steckt der Funkchip bei Poteray? Innen im eingenähten Etikett? Nein, schreibt das Unternehmen. Der RFID-Chip befindet sich immer an verschiedenen Stellen in der Jacke. Wenn Sie sagen, es ist irgendwo hier drin in dieser Jacke und man weiß gar nicht wo, dann ist das natürlich nicht so toll. Schöner wäre natürlich, ich könnte es abschneiden und gut wäre. Dann könnte ich den Zettel im Mülleimer schmeißen und gut ist. Vor dem Laden ist derweil der Chef von Gary Weber eingetroffen, Firmengründer Gerhard Weber. Was Sie jetzt hier machen, das werden wir jetzt klären. Das werden wir jetzt klären, ob das so alles in Ordnung ist. Gerhard Weber ist wütend über die Demonstranten. Er sagt, sein Unternehmen verstößt nicht gegen Datenschutz, informiert die Kunden über RFID. Ein Wortgefecht. Aufklärung tut Not, finden die Bielefelder Aktivisten. Die Diskussion um massenhafte Einführung von Funkchips hat gerade erst begonnen. Man kann den Chip ja auch so buchstabieren: RFID rausfummeln ist Datenschutz. Übernimmst du? Nicht alles. Ja, Gerhard Weber, man darf nicht Gary zu ihm sagen, war schon sehr nett. Sie können doch souverän bleiben, Herr Weber, tun Sie es doch. Ja, hat ihn noch weiter hochgebracht. Ja. Zum Thema RFID arbeiten wir ja schon seit 2001. 2001, da haben wir haben eine Veranstaltungsreihe, da hat sich übrigens der Föbut gegründet. Das ist die Reihe Public Domain, die gibt es auch weiterhin. Und 2001 hatten wir eine zum Thema RFID, wo uns ein begeisterter Ingenieur, Techniker davon erzählt hat. Und wir haben gedacht, super geil, da kann man mitspielen. Aber boah, was man damit alles tun kann. Seitdem beschäftigen wir uns damit. Insofern wussten wir schon was über die Technik, als wir dann 2003 eine Nominierung für Big Brother Award bekommen haben. Und das war die Metro AG, deren Future Store sozusagen den ersten Freilandversuch in Deutschland durchgeführt hat.
Das ist entsprechend bekannt geworden, weil sie dann eben nicht nur in den Waren, die in dem Laden vorhanden waren, also wie Frischkäse und Shampoo und DVDs und so, Chips waren, sondern das hat sie dann richtig reingerissen, dass sie heimlich auch noch die Kundenkarten des Unternehmens, nämlich für diesen einen extra Supermarkt, hatten sie spezielle Payback-Karten und die waren gechippt. Da sind 10.000 Kundinnen und Kunden mit rumgelaufen, ohne zu wissen, dass sie einen RFID-Chip bei sich tragen. Das hat dann richtig zum Kommunikationsgau geführt. Und zumal sie uns dann auch noch erzählen wollten, dass sie am DVD-Regal die Kunden darüber aufklären, dass da ein RFID-Chip in der Kundenkarte ist, die sie am Eingang beantragt hatten. Und die Schildchen, die sie uns als Fotobeweis geschickt hatten, waren allerdings erst 3 Tage später erstellt worden. Wir hatten ein Foto von 3 Tagen vorher. Das in Kombination war der Skandal, wer heute Morgen bei dem Vortrag zum Melderecht war. Das war das, was gebraucht wurde, um das Thema wirklich spannend zu machen. Heimlich eingebaute Chips und dann noch der Versuch, uns zu behupsen. Ja. Wobei, dieses Bild, was ihr da seht, das ging um die Welt. Das hat weltweit den Rollout von RFID verhindert. Witzigerweise hat Metro versucht, die Demo zu verhindern, indem sie es hat schneien lassen. Aber wir haben uns davon nicht abschrecken lassen, wir haben nur die Logistik geändert. Und gerade in den USA, was ein wichtiges Land für Proteste gegen neue, unbedacht eingeführte Technik ist, war das umso besser, dass sie es haben schneien lassen. Also ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber da arbeiten wir noch dran. Aber es zeigt nämlich amerikanischen Aktivisten, boah, das ist so schlimm, das Zeug, die gehen sogar bei Schnee demonstrieren. Ja. Also noch viel gemeiner war, dass sie 1,5 Tage vorher uns dann einen Fax geschickt haben. Dem Demoaufruf haben sich nämlich ganz schnell dann auch noch der CCC, die Direkte Aktion, die Grüne Jugend und ATTAC AG Wissensallmende angeschlossen. Es waren noch viel mehr, wenn so viele wären, wie sich angeschlossen haben und dann gekommen wären. Das wäre, naja. Darf ich? Ja. Nachdem klar war, wer alles aufruft zu dieser Demo, hat die Metro dann 1,5 Tage vor der Demo uns gemeinerweise einen Fax geschickt, dass sie natürlich nicht aus sachlichen Gründen, sondern wegen der emotional aufgeheizten Stimmung die Karten zurückziehen und jetzt reine Plastikkarten austeilen wollen. Und das mussten wir natürlich erstmal feiern. Jetzt wisst ihr, wozu emotional aufgeheizte Stimmung notwendig ist, ne, und gut sein kann. Aber warum ist das ein neues Thema? Warum stehen wir mit diesen alten Zöpfen wieder hier, Rena? Ja, da hat sich jetzt was geändert, nämlich die Chips, die die Metro damals verwendet hatte, das waren welche mit 13,56 MHz und die Ausleseentfernung war sowas. Die Folie mit den Frequenzen kommt gleich. Darf ich es trotzdem sagen, hat ungefähr 1,5 Meter und guck mal Punkt 1. Die Chips, die jetzt hier bei Gary Weber verwendet werden, die sind über 8 Meter Entfernung auslesbar. Also in dem Marktbeitrag, da haben sie einen schlechten Winkel erwischt, aber 8 Meter sind möglich und unter Laborbedingungen 12. Also der Hersteller des Pyrite-Chips gibt es an 12 Meter Leseentfernung. Also wenn man innerhalb der Spezifikationen bleibt, wenn man darüber hinausgeht, gibt es natürlich mehr. Also es gibt da so Bestimmungen für Funk, ne, mit wie viel man darauf braten darf und wenn Leute sich dran halten, okay, aber naja. So. Warum ist das jetzt ein Problem? Also ich würde mal sagen, wir waren relativ erfolgreich in Deutschland, die Einführung von RFID erstmal zu stoppen. Aber jetzt ist es soweit, dass RFID vermehrt in Gebrauchsgegenständen auftaucht. Und in Kleidung finden wir es halt besonders verwerflich. Dann bekommen wir ganz oft Meldungen von Leuten, die irgendwelche Chips in irgendwelcher Kleidung entdeckt haben oder bei anderen Gegenständen. Und sehr oft handelt es sich dabei nicht um RFID, sondern nur irgendwas mit RF, also Funk. Das sind dann Diebstahlsicherungen. Bei C&A beispielsweise, die Kleidung, die damit gekennzeichnet ist, das ist nur eine Diebstahlsicherung, die weiß nur bezahlt oder geklaut. Aber das ist keine weltweit eindeutige Seriennummer. Kann man daran erkennen, dass wenn dieser Chip nicht richtig deaktiviert wurde und man geht in einen anderen Laden rein, dann schlägt die Diebstahlwarnanlage an. Und damit ist eindeutig, es geht nicht um, da ist keine weltweit eindeutige Nummer, sondern das ist einfach nur so ein dummer Chip, der sagt,
geklaut. Ja. Und das Spannende bei Firma Gary Weber, ihr seid jetzt nicht unbedingt so die Zielgruppe, wenn ich euch jetzt mal so kurz durchscanne. Also da doch ein paar so, ne? Obwohl es viele Wunder in diesem großen komischen Hotel, habe ich beim Frühstück gesehen. Sämtliche Kleidung von Gary Weber ist mit diesen Chips ausgestattet. Und die gibt es nicht nur, wo Gary Weber draufsteht, sondern das heißt auch Typhoon und irgendwas und noch irgendwas. Und also unter verschiedenen Modellmarken in allen möglichen Kaufhäusern. Also es ist nicht so, dass man weiß, Gary Weber muss ich Kleidung meiden. Nein, die gibt es auch unter anderem Namen und werden weit verbreitet. Die tauchen immer mehr auf. Wenn wir mit dem Lesegerät in der Fußgängerzone irgendwo stehen, haben wir doch so, ich sag mal, wenn ich ein bisschen lüge, alle 10 Minuten einen Treffer. Ich habe nur ein bisschen gelogen. Je näher man an einem Gary Weber-Laden steht oder an einem Pink und Kloppenburg, desto mehr natürlich. Also es wird tatsächlich eine sich ausbreitende Gefahr. Genau, das war das. Dann genau, wir hatten, wollten kurz was ich schon verraten habe, da stehen genau. Die zwei Frequenzen. Es gibt natürlich noch wesentlich mehr. Also bei RFID ist das so wie mit den Standards. Das Schöne ist, dass es so viele davon gibt. Und wer mehr darüber wissen will, also diese 865 bis 868, das sind die Frequenzen, die für Kleidung verwendet werden. Man kann es auch kurz auf den Punkt bringen. Wer sich mit RFID beschäftigen will, es gibt ein wunderbares Buch, das RFID-Handbuch. Das ist eine Bibel, die ist so dick und was da drin steht, ist toll. Also wenn man das gelesen hat, kann man Leute wie mich einfach von der Bühne wegreden. Ne? Es ist gar kein Problem, dann ist man Fachmann. Die ist mittlerweile so komplex geworden, dass ich selber nicht mehr ganz durchsteige durch das Buch in einigen Kapiteln. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Man kann aber es einmal ganz kurz sagen, die Chips, die jetzt verwendet werden, die funktionieren wirklich. Bei den 13,56 Megahertz Teilen, das war eher Pillefit. Also gab es mehr Probleme mit, als dass sie tatsächlich nutzbar waren. Jetzt ist es tatsächlich so, ich gehe mit dem Lesegerät am Regal vorbei. Wir haben uns den Spaß schon bei einigen Läden gemacht und einfach mal gucken, wie viel Kleidung und Waren sie da so drin haben. Und es liest einfach komplett den Bestand aus. Und das geht auch auf eine bestimmte Entfernung. Durch Schaufenster hindurch kann ich auch den Laden zum Teil also auslesen. Ne, so. Also die Ladeninhaber sind schon ein bisschen irritiert, wenn man das macht. Genau. Also nochmal, wer sich tiefer fürs Thema interessiert, einmal dieses Buch besorgen, es lohnt sich und da steht wirklich, mehr muss man über RFID nicht wissen drin. Da haben wir auf dem Kopf stehend nochmal so einen Chip in einer Aufnahme. Wir mussten dann tatsächlich auch mal bei Gary Weber einkaufen, um zu solchen Teilen zu kommen. Ja, die Schals sind sehr beliebt, weil das sind die günstigsten Artikel, die man mit Chip bekommt. Ja. Ja, also wenn ihr in der Fernsehsendung Schals auftreten seht, dann wisst ihr, die Regieassistentin wollte jetzt doch nicht die teure Jacke kaufen. Ja. So, es geht aber darum, warum machen die das? Ein bisschen haben wir schon erzählt. Magst du? Ja, warum machen die das? Gary Weber, mit denen wir tatsächlich im Gespräch sind, also wir haben uns schon mehrmals getroffen, also auch schon auf recht hoher Ebene. Wir flechten mit dem Florett und nicht mit dem Säbel. Hm? Haben uns ausgiebig erklärt, warum das eigentlich so toll für sie ist. Und damit ihr es auch einschätzen könnt, sage ich es auch nochmal. Logistik ist klar, also der Warenfluss lässt sich nachverfolgen. Man kann also genau sehen, welche Jacke ist in welchem Laden gelandet. Die Inventur, das wurde da ja auch eindrucksvoll gezeigt, wie schnell das geht. Das bedeutet auch, dass man viel häufiger Inventur machen kann, denn da wird nicht nur diese halbe Stunde eben am Ende des Jahres oder zum Anfang des Neuen gemacht, sondern ich habe bei der Gelegenheit gelernt, dass es nicht irgendwie so Frühjahr-, Sommer-, Herbst- und Winterkollektionen gibt, sondern dass es 20 Kollektionen mehr gibt im Jahr. Ich finde 20 schon viel. Ja, also es gibt 20 Kollektionen, nehmen wir jetzt mal an. Und weil die dann gar nicht mehr durchblicken, von welchem Teil jetzt noch was im Laden drin ist, ist es halt sehr praktisch, wenn sie das damit nachvollziehen können. Und deswegen machen die inzwischen häufiger Inventur. Ja, und dann gibt es noch den Vorteil, dass dieses Teil dann gleichzeitig noch als Diebstahlsicherung dienen kann. Und der Vorteil dabei ist, dass der Chip in Billiglohnländern eingenäht wird, also China, Bangladesch, in Osteuropa gibt es auch ein paar Stellen, wo noch genäht wird. Und das spart natürlich richtig viel Geld.
Denn normalerweise wird in so einem Laden, werden die teuren Klamotten dann mit so einem Kunststoff-Nupsi versehen, der wird da so reingeklammert und der wird dann hinterher an der Kasse, wenn man bezahlt hat, wieder rausgenommen. Und den Akt sparen die sich komplett. Das heißt, die bekommen die direkt mit Diebstahlsicherung eingenäht und sie entfernen sie eben auch nicht mehr, sondern lassen die Leute mit aktivem Chip halt auf die Straße gehen. So. Einmal kurz zu sagen, was bedeutet es, wenn ich mit dem aktiven Chip durch die Gegend laufe? Einmal ganz klar kriegen, wenn ich sagen würde, na gut, dann liest halt das Lesegerät bei Gary Weber meinen Chip aus und was soll's, egal. Aber diese armen Lesegeräte, die sind so blöd, die lesen einfach jeden Chip. Und zwar nicht nur die Gary Weber Chip, sondern einfach verdammt nochmal jeden Chip, den aus der Bücherei, wenn es in der gleichen Frequenz sein sollte und im gleichen Standard, aber wir machen es mal einfach. Ja? Den aus dem nächsten Laden, aus dem Laden, aus der Fahrkarte, aus dem, weiß der Teufel, was man noch alles damit macht. Das heißt, ich habe definitiv irgendwann mehrere ID-Nummern an mir, die per Funk ausgelesen werden, ohne dass ich das mitkriege. Ich laufe irgendwo lang und permanent wissen die Leute, hallo, ach, Padelun ist es wieder. Ja, wenn einmal die Daten miteinander verknüpft sind. Und wenn wir uns eine Gesellschaft vorstellen, in der zumindest in weiten Kreisen, also speziell in Flächenbereichen, in Innenstädten, permanent klar ist, wo jemand lang geht. Wenn ich diese Daten habe, ich will ja vielleicht gar nichts Böses, ich will ja nur Geld verdienen und mehr als alle anderen. Das ist nichts Böses, ne, in unserem pseudoliberalen Land. Bedeutet das aber, dass ich auch dann die Möglichkeit habe, Menschen zu manipulieren, sie zu lenken. Ne? Gut, jetzt haben alle gleich gedacht, ich bin nicht manipulierbar, das ist aber falsch. Jeder von euch ist manipulierbar, sonst würdet ihr die ganzen blöden Nerdshirts nicht tragen. Ich trage jetzt gerade keins, aber ja, okay. Und das sollten wir uns sehr, sehr klar machen. Wir sind schwache Wesen und wir sind gegen Manipulation nicht gefeit, auch wenn wir sehr klug sind oder glauben, klug zu sein. Also wer glaubt, klug zu sein, ist noch manipulationsanfälliger, aber auch kluge Leute haben... Ja, die haben das gleiche Problem, das ist genauso. Also da muss man sich wirklich vor schützen, weil damit, wenn ich die Möglichkeiten habe, zu wissen, wo, wann jemand, in welchen Größenströmen, wo langläuft, habe ich die Macht darüber, in deren Taschen zu greifen, mir Geld zu holen und alle Frauen lieben mich. Muss ja immer einen Grund geben, warum man sowas macht. Das hat jetzt keiner verstanden, ist aber okay, es muss auch nicht beklatscht werden. Das klatscht auch keiner. Darf ich jetzt? Ja, ja, okay. Ich erkläre nochmal, wie das mit der Diebstahl... Ich hatte nur darauf gewartet, dass du mir ins Wort fällst. Ich bin so höflich. Ich wollte noch erklären, wie das mit der Diebstahlsicherung funktioniert. Wenn man bei Gary Weber jetzt mit was rausrennt, was man nicht bezahlt hat, was passiert dann? Beziehungsweise eigentlich immer, wenn man mit irgendeinem Kleidungsstück bei Gary Weber, was man da gekauft hat, rausgeht. Die Antenne am Ausgang, die liest die Nummer und die vergleicht dann, die schickt die Nummer dann halt zur Kasse und dort wird dann abgefragt im Warenwirtschaftssystem, ob bei dieser Nummer halt vermerkt wurde, dass genau dieses eine Exemplar der Ware gekauft wurde. Das heißt, es wird jedes Mal eine Datenbankabfrage gemacht. Und damit wird dann sichergestellt, dass genau dieses eine Exemplar der Ware bezahlt wurde. Genau. So sieht Gary Weber aus. Wir haben ja schon gesagt, die sind jetzt nicht, die verteufeln wir nicht, sondern wir sind im netten Gespräch, also genau mit dem Herrn von Grone, den ihr gesehen habt. Und Gary Weber hat uns auch gesagt, sie informieren, sie unterwerfen sich auch dem Peer. Also du kannst das besser aussprechen. Da kommen wir später. Okay, machen also so Datenschutz-Shishi ein bisschen, wie ich das immer gerne nenne, und informieren die Kunden. Also auch in dem Filmbeitrag hat man gesehen, da liegen Flyer aus. Also geht man Gary Weber laden und fragt nach einem Flyer. Es klappt nicht. Und sie, wieso ist denn jetzt Pötterey da? Zurück? Irgendwie ist das jetzt gerade versuppt. Okay, das kennen wir schon, Pötterey mit diesem Don't Remove This Label drin, wo der Chip hinter ist. Wir kommen gleich nochmal zu Gary Weber. Nein, jetzt bei Pötterey. Also, bei Pötterey nochmal, es war auch im Film zu sehen, aber hier nochmal, ja, weil man es in Ruhe zeigen kann. Hier sieht man, also dafür war ich extra in einem Laden, der Pötterey verkauft, und eine Freundin von mir hat die Verkäuferin beschäftigt, während ich Fotos in der Umkleidekabine gemacht habe. Weil 549 Euro für die Jacke, für die Aktion. Ja. Don't remove this label, das fanden wir besonders übel. Darunter steht Serial Number und da ist halt auch eine Nummer
drauf. Und die Vermutung lag nahe, dass der Chip eben dahinter steckt. Und wir fanden das besonders perfide. Und Pütterey, haben wir schon gesehen, informiert ja weder die Kundinnen und Kunden noch das Verkaufspersonal. Die Leute in den Läden haben überhaupt keine Ahnung, was da drin ist. Denn die benutzen es auch gar nicht für die Inventur oder als Diebstahlsicherung, sondern Pütterey benutzt es als Maßnahme gegen Produktpiraterie. Wenn man Jacken für 549 Euro verkauft, kann man sich vorstellen, dass da Leute auf die Idee kommen, die billiger nachzubauen. Und das wollen sie halt, mit dem wollen sie mit diesem Chip auf die Schliche kommen. Das heißt, wenn Läden Nachbauten verkaufen, wollen sie es ihnen nachweisen können. Warum der Chip, der gegen Produktpiraterie eingesetzt wird, allerdings dann über 8 Meter Entfernung lesbar sein soll, leuchtet mir nicht ein. Ja. Also, wir haben es schon gehört, er ist immer an verschiedenen Stellen ja gesagt, die Firma, wir glauben es nicht, wir glauben es nicht hinter dem Label, aber wir waren jetzt nicht so gemein, in der Umkleidekabine auch noch das Label rauszutun. Was, wie? Oh ja, okay. Okay, speed on. Ja. Gut, das haben wir das auch schon Das habt ihr auch gehört. Schon zur Kenntnis genommen. Genau, da wollte ich nämlich eben hin. Sie informieren, also zumindest im Gary-Weber-Laden in Bielefeld ist also ein Hinweis angebracht an also der Also das Tür. Stammhaus Gary Weber ist in Halle, Westfalen, das ist ungefähr 30 Kilometer von Bielefeld. Insofern war auch der Firmeninhaber so schnell da. Da sind sie genügend in Panik, dass sie dann Flyer auslegen, Aufkleber an die Tür kleben und so weiter. Ja. Man sieht aber... Moment. Jetzt seht ihr die kleine Botschaft, die da drin steckt. Habt ihr euch mal mit Rahmenbau beschäftigt? Wisst ihr, wie wichtig Rahmen sind, wie etwas aussieht, dass etwas gut gestaltet sein muss? Das Ding klebt schief. Das hat kein Profi hingeklebt. Das war der Chef selbst. Ja, versteht ihr? Weil in Bielefeld ist der Föbut, wie er damals noch hieß, also müssen wir da ein Schild hinhängen. Und es ist, Berliner Kuhdamm hängt auch in einem Gary Weber Laden ein Hinweis, wenn ich mich richtig entsinne. Das ist der einzige, neben dem im Berliner Kuhdamm, wo ich je einen Hinweis an der Tür gesehen habe, dass hier RFID im Laden sind. Und das schiefklebende Schild ist ein ganz wunderbares Indiz. Sie haben schlecht gehackt und wir haben es gut erkannt. Also das heißt... Tatsächlich, wenn ihr euch mal den Spaß macht, gerade die ganzen Leute in Berlin, es gibt im Ostbahnhof an Friedrichstraße und im Hauptbahnhof einen Gary-Weber-Laden. Ich gehe da jedes Mal rein, guck, ist ein Schild da? Nein. Frag nach Infos? Nee, haben wir keine. Immerhin wissen Sie, haben die schon mal von RFID überhaupt gehört? Ne? Das ist meistens nicht so. Man kann in Gary-Weber-Läden gehen oder in andere Läden, wie zum Beispiel Peek und Kloppenburg, wo halt ganze Regalreihen voll sind mit Kleidung, die in Halle bestellt wird. Ich unterbreche dich jetzt mal, weil wir haben nur noch 10 Minuten. Und, Wetten, das wird doch auch immer überzogen. Kurz und gut, geht doch mal in den Gary Weber Laden. Also ihr werdet bestimmt sehr große Beachtung finden. Und teilt uns doch mal mit, ob da Kleber sind und ob es da Flyer gibt. Das würde uns sehr interessieren, so eine Untersuchung mal so bundesweit. Schaut doch mal nach, das würde uns sehr interessieren. Ja. Nicht ohne Grund steht unsere Adresse und E-Mail-Adresse unter fast jeder Folie, die wir da zeigen. Also notiert es euch, schreibt uns, googelt uns oder nehmt eine Suchmaschine eurer eigenen wenigsten Misstrauens. So, jetzt zacke ich die nächsten zwei Folien. Gut. Folien? Zack. Zack. So, hier nochmal zum Angucken. Das ist das, die erste Seite der Patentschrift. Da geht es halt um die Methode zur Identifizierung und dem Tracken von Personen, die anhand der RFID gechippten Gegenstände, die sie bei sich tragen. Ist also nicht so eine spinnerte Idee von den Paranoikern, die bei uns oft anrufen, die meinen, ihr Zahnarzt hätte ihnen einen Chip eingepflanzt oder... Ich schicke die dann immer zum Tierarzt, weil der ja die entsprechenden Geräte hat, um nachzugucken. Ja. Wobei wir zugeben müssen, dass wir mittlerweile seltener das Telefon abnehmen müssen, weil das unsere wunderbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen. Die kriegen aber, sie leiden. Ja, sie kriegen aber immer eine Kurzeinführung, wie man mit Paranoikern spricht, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Spannend bei diesem Teil ist, es ist tatsächlich nicht so, dass wir die Aluhüte aufhaben und paranoid sind, sondern es gibt Patente dazu, wo Unternehmen halt sich bereits auf das Tracken von Menschen schon mal Rechte gesichert haben. Und ihr seht, das Patent ist von 2001. Ja. Mai 2001. Ja. Gut, hier sehen wir noch mal eine schöne Folie, wie Texas Instruments sich so die Zukunft vorstellt mit RFID. Wir sehen, eine Frau betritt einen Laden, am Eingang wird der Chip in der Kundenkarte
in ihrer Handtasche erfasst. Die Daten werden verarbeitet und jetzt können wir uns die Ladensituation dann vorstellen. An der Kasse steht eine 400-Euro-Kraft und sagt: Guten Tag, Frau Meier-Schlederpelz. Darf es wieder der Gala sein, wie beim letzten Mal? Die Frau an der Kasse hat die Kundin vorher noch nie gesehen, aber die sieht halt, was die vorher gekauft hat, weil die halt immer ihre blöde Kundenkarte dabei hat mit Chip. Texas Instruments nennt dieses Verfahren übrigens Human Touch. Genau. Und dank vieler RFID-Chips braucht man bald keine Kundenkarten mehr, weil man einfach aus den Summen und Hashwerten und was man alles machen kann, der verschiedenen Chips eben sich ausrechnen kann, wie man vor sich hat. So, uns reichte es dann irgendwann jetzt mal wieder mit dem ganzen Kram, der sich da so mal eben gewohnheitsmäßig einnistet. Und unsere Forderung ist eigentlich ganz einfach, nämlich RFID-Chips in Textilien müssen beim Kauf entfernt werden oder mechanisch unschädlich gemacht werden. Also so ein Verfahren softwaremäßig, das Teil schlafen zu legen oder angeblich zu killen, ist für die Kundinnen und Kunden einfach nicht nachvollziehbar. Das können die nicht prüfen. Und deswegen muss das entweder richtig so mit so einer Zange durchgeknipst werden oder abgeschnitten werden. Und das muss verpflichtend werden, also nicht nur, wie der nette Herr Grone sagt, auf Verlangen der Kundin schneiden Sie es dann auch freundlicherweise raus, sondern das muss Standardprozedere werden, ganz einfach. Denn es ist nicht vertretbar, dass die Kundinnen und Kunden mit aktiven Chips nach draußen geschickt werden und Gary Weber einfach die Achseln zuckt und sagt, interessiert uns ja gar nicht mehr, was da passiert, wir machen gar nichts Böses damit und damit ist das Problem für uns erledigt. Also Chips müssen an der Kasse beim Kauf entfernt werden. Applaus! Über die Ausweitung davon sind wir uns noch nicht ganz im Klaren, weil es gibt ja auch andere Gebrauchsgegenstände. Aber nun gibt es ja mittlerweile einige Sachen, wo das vielleicht nützlich ist. Und da müssten wir noch eine gute Formulierung finden. Aber wir denken, man sollte auch außerhalb der Textilien ein Auge drauf haben, was da eigentlich gerade passiert. Ja, unser Handy ist auch eine ID. Ne? Das darf man nicht vergessen. So, jetzt stellt sich die Frage, wo können wir das eigentlich ansiedeln in der Gesetzgebung? Und das ist wirklich komplex. Zunächst mal, es gibt da mittlerweile das PIA, also Privacy Impact Assessment. Das ist eine Sache, die über die EU-Kommission eingeführt worden ist. Das allerdings ist eine freiwillige Maßnahme. Also es geht um eine Risikoprüfung, die die Firmen allerdings selber vornehmen. Die sollen dabei auch die Belange der Verbraucherinnen und Verbraucher natürlich zur Kenntnis nehmen und sollen überprüfen, welche Risiken denen möglicherweise drohen und sollen dann ihre Maßnahmen darauf abstimmen. Solange so ein PIA allerdings freiwillig ist und Firmen einfach sagen, solange das nicht verpflichtend ist, mache ich das nicht, ist das völlig untauglich. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher natürlich entsprechend dort vertreten sein müssten bei der Risikoanalyse. Das können die Firmen nicht einfach für die entscheiden und annehmen, wie das denn für die wäre. Sowas nennen wir dann Datenschutz-Shishi. So, Punkt 2, Bundesdatenschutzgesetz. Das ist allerdings eine Sackgasse, denn ihr habt sicherlich alle schon mal davon gehört, dass in Zukunft wir eine europäische Datenschutzgrundverordnung vermutlich haben werden. Und so eine Grundverordnung unterscheidet sich von einer Richtlinie dadurch, dass sie unmittelbar wirksam ist. Das heißt, nicht wie bei der Vorratsdatenspeicherung, wo dann irgendwie so lästige Leute dann irgendwo noch national kommen und das dann verhindern und wo dann Verfassungsbeschwerden gemacht werden, das Gesetz dann wieder nicht gilt. Das ist dann bei der Europäischen Datenschutzgrundverordnung alles nicht der Fall. Wenn die beschlossen ist von der EU, dann gilt die und zwar für alle Länder in der EU. Deshalb ist das auch so ein wichtiges Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen, denn ansonsten können wir uns mit der informationellen Selbstbestimmung hier in Deutschland auch sonst wohin spielen. Deswegen ist es auch nicht klug, jetzt im Bundesdatenschutzgesetz noch was zu RFID in Textilien einzubauen. Was bleibt uns dann? Dann kommt das Verbraucherrecht. Das wäre eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. Dann stellt sich aber die Frage, wie argumentiert man dabei? Man könnte sagen, es handelt sich um einen versteckten Mangel der Ware.
Dann allerdings muss nach geltender Gesetzgebung der auf den Mangel aufmerksam gemacht werden, wenn man ihn entdeckt. Und dann muss dem Verkäufer die Möglichkeit gegeben werden, den Mangel zu beseitigen. Und ja, und dann sind wir schon wieder da, wo wir nicht wollen, denn wir wollen ja nicht, dass die Kunden erst die Verkäufer darauf hinweisen müssen. Und ich würde an der Stelle argumentieren, dass der versteckte Mangel ja schon schadet, wenn er noch gar nicht wahrgenommen wird. Und deswegen müssen wir an der Stelle eine andere Möglichkeit finden. Alle Juristinnen und Juristen sind aufgerufen, uns mit kreativen Ideen zu beschenken, vielleicht auch Formulierungshilfe zu leisten. Ich glaube aber, dass das Verbraucherrecht eine gute Möglichkeit wäre. Und die vierte Möglichkeit ist die natürlich die EU-Datenschutzgrundverordnung. Da können wir auch direkt dran. Da wird auf Hochtouren dran gerungen. Die Lobbyistenzahl in Brüssel hat sich nochmal erheblich vermehrt. Und es gibt eine sehr gute Seite von EDRI, European Digital Rights, wo die verschiedenen Artikel, die da schon in Planung sind, aufgeführt sind, samt Kommentaren von Bürgerrechtsorganisationen und Alternativvorschlägen. Und an der Stelle könnte man tatsächlich auch tätig werden, wobei die Europäische Datenschutzgrundverordnung wird nichts Technikgebundenes da reinschreiben, einfach weil sie sehr, sehr lange Gültigkeit haben soll und möglicherweise das RFID die ja schon in 10 Jahren wieder überholt und es gibt was anderes Schreckliches. Deswegen sollte es allgemeingültig formuliert sein und es könnte aber als Beispiel für eine unspezifische Datensammlung, die einfach mal so im Nebenbei passieren kann, einfach bloß weil ein Lesegerät irgendwo rumsteht, das könnte man da durchaus drin unterbringen. Eine Sache noch zu Gesetzen. Wir haben ja sehr viele Anarchistinnen und Anarchisten im Raum. Gesetze sind was sehr Nützliches, weil sie führen dazu, dass sich Leute, die seriös sein wollen und nicht unbedingt sich als Anarchisten bezeichnen, sich dran halten müssen. Seriöse Unternehmen werden glücklich, wenn es eine ganz klare, eindeutige Regelung gibt, selbst wenn sie sie bekämpfen. Selbst dann sind sie glücklich, weil die Regeln gelten auch für die Konkurrenz. Deshalb muss es Gesetze geben, ganz wichtiger Punkt. So, wir haben viele Aufgaben vor uns, deshalb müssen wir jetzt auch langsam mal Schluss machen hier. Wir haben noch mehr zu tun, nämlich 2013 werden wir Kampagne machen müssen, ob wir wollen oder nicht, gegen diese unregulierten RFID-Chips. Dabei bitten wir darum, komm mal das. Ihr uns unterstützt und zwar mit welchen Fähigkeiten auch immer, also mal einkaufen gehen, ich muss nicht einkaufen, mal shoppen gehen, mal Windows shoppen gehen bei Gary Weber ist toll, uns Chips zusenden, die ihr irgendwo gefunden habt, ist super. Formulierungshilfe bei einer ganz konkreten Forderung, die wir an die Parteien stellen können, denn wir haben ja nächstes Jahr Bundestagswahl und da darf man sich ja was wünschen. Und das werden wir dann allen Parteien vortragen und wir werden mächtig Druck machen, das versprechen wir euch. Und ganz vielleicht haben Leute von euch ja auch noch kreative technische Ideen, was man so tun könnte, um diesem Treiben vielleicht auf anderer Ebene ein kleines i-Tüpfelchen aufzusetzen. Ja, ja, genau. Und ich wünsche mir eine Großdemo im Vorfeld der Wahl, 2 Wochen vorher, für Bürgerrechte, Freiheit und Datenschutz. Und ich hoffe, dass wir das auch noch gewuppt kriegen. Vielen Dank, dass ihr so geduldig dabei wart. Ich hoffe, wir haben euch nicht total gelangweilt. Und jetzt bitten wir um einen donnernden Applaus. Applaus